Na, endlich geht es los. Willkommen zur ESL Pro League und 99 Damage. Auf dem B-Stream etwas verspätet der Start des Spiels und etwas spontan. Aber wir haben einen Clean Sheet, Leute. Das ist richtig sick. Also, wünsche ich euch erstmal viel Spaß und einen schönen Tag von meiner Seite. Mein Name ist Tabu und wir schauen uns zusammen an, wie Hellraisers Envy zerlegen wird. Oder auch nicht, denn beide Teams sind Up-and-Down-Teams, können mal einen guten Tag erwischen und alles schlagen, aber an einem schlechten Tag könnten sie auch gegen ein deutsches Team verlieren. Also mal schauen, was so passiert in dieser Pistole. Es geht relativ langsam zu. Envy hat sich an A herangetastet, dann an B, jetzt gehen sie wieder nach A. Da stehen drei CTs. Zwei davon sehr tief, aber Voxic hat Informationen, wo der Push hinkommt. Jetzt könnten sie aber auch B splitten. Nicht, wenn er solche Shots raushaut. Isa hat zwar schön kassiert, aber er bleibt im Leben. Und das ist richtig wichtig in der Pit. Noch kein Kill für Angel. Sehr viel Schaden. Jetzt fällt Angel endlich. Voxic kriegt zwar noch einen, aber Isa ist auch down. Damit der Plan für Envy ermöglicht. Und die CTs müssen retaken mit drei Spielern. Die CZ bei Dead Fox könnte nochmal ganz wichtig sein am Ende der Runde. Aber Happy lässt es wohl nicht dazu kommen. Er steht schon in der Pit und hat damit einen sehr guten Winkel. Hat sich aus dem USP geholt. Da kommt Dead Fox. Er ignoriert Happy zunächst nicht. Und dann kommt APK vom Spot. Und holt sich zwei Frags, also Envy mit dem Pistol Round Win. War eigentlich gar nicht so schlecht, aber das Timing zwischen Dead Fox und Bondic hat nicht gestimmt. Wenn, dann müssen sie zusammen da peaken. Mich nicht täusche, hat Bondic da gut 30 Sekunden hingeschielt und dann plötzlich von Happy einen Headshot aus der Pit bekommt. Das passiert äußerst selten, dass aus der Pit Headshots fliegen, deswegen immer wichtig, dass man... Das war übrigens gerade Sarkasmus. Immer wichtig, dass man da niemanden aus dem Balkon hat, der sofort traden kann oder idealerweise es gar nicht zum Trade kommen lässt, sondern den Kill eben vorher schon macht. Und tja, so schaut es erstmal schlecht aus für Hellraisers, aber wir wissen ja, die CZ ist stark. Voxic an der Diegel. Er hat phänomenales Aim, also da mache ich mir keine Sorgen. Isa steht gerade in den Apartments und die T's wieder viel Kontrolle in der Mitte, Kontrolle in der Banane behalten sie. 5 MAC-10s, das 10 MAC-10s, auch eine interessante Philosophie von Envy, die sie da fahren. Präferieren das Equipment und die Schnelligkeit der MAC-10. Wollen es also schwer machen für die CTs, sie zu treffen, indem sie einfach in Bewegung bleiben. Angel holt sich aber schon mal Kio. Isa hat dicke Probleme, Mann. Da geht aber mehr mit der CZ. Da hat den Silber raushängen lassen. Happy holt sich Bondic, damit nur ein T gestorben. Dead Fox kommt von hinten, aber der wird gleich erwartet. Happy ist schon auf dem Weg. 7 HP, das ist mutig. Ja, dafür wird er auch gekillt von Dead Fox. Und der ehemals AWP-Spieler, der jetzt zum Rifle umfunktioniert wurde von Hellraisers, hat sich mit der MAC-10 nochmal eine annehmbare Waffe geholt. Hellraisers muss nächste Runde nochmal saven und da nimmt man noch glatt alles mit, was geht. Dead Fox saved außerdem auch die Smoke und den Molly. Könnte jetzt sagen, ohne Armor geht man noch rein und schaut, ob man noch einen Kill bekommt, aber eben mit der Smoke und dem Molly kann er eh ganz gut verteidigen. Jetzt muss er den Molly aber für sich selbst benutzen. APK geht sogar noch down. Dead Fox, ja, mit zwei Kills noch da ganz am Ende. Also nicht verkehrt für ihn. 2:0 für Envy. Das stresst sie wenig, da eine MAC-10 verloren zu haben. Jetzt kaufen sie AKs nach. Scream hat auch noch eine AK und zwei MAC-10s bei Kio und Haji. Ein Müh zu laut, findest du ihn? Ich mach das mal anders und mach mich einfach lauter. Bam! Ja, doch mal ein Level. Ja, Killer, unsere Streams sind alle generell etwas leise. Wir wollen die Zuschauer zum genauen Hinhören animieren. Damit sie auch darauf achten, was wir sagen und wie wir es sagen.
Ihr könnt dann danach Face Feedback in unseren Kopf. Ja, aber das ist generell so, dass die Streams von uns etwas leiser sind. Weiß auch nicht genau, woran es liegt. Unsere Audio-Engineers sind tagtäglich daran damit beschäftigt. APK und Co. haben auch gegen diese EKO wenig Probleme. Schon 2 Kills gemacht. A komplett frei jetzt. Hellraisers rotiert ihre verbleibenden Spieler auf den B-Spot. Die Devise hier, entweder wir halten den B-Spot oder wir saven. Und genau das wird wahrscheinlich der Fall sein. Sie saven nämlich im Endeffekt jetzt schon. Envy wird die Runde ohne weitere Verluste gewinnen, außer sie gehen richtig eskalativ auf Exit-Frags. Dann würden sie höchstwahrscheinlich abgefangen werden. Also ich finde die wirtschaftlichen Ansätze, die die beiden Teams gerade zeigen, sehr interessant. Also lasst euch das zurück mal durch den Kopf gehen, in der zweiten Runde als T nur McTens zu kaufen. Auf Inferno ist das durchaus auch möglich. Ist wahrscheinlich auch map-abhängig. Envy hat es letztens gegen G2 nicht so gespielt, das kann ich euch bestätigen. Und Hellraiser ist auf der anderen Seite auch sehr schon am Safe, obwohl sie eine upgraded Pistol Round nur gespielt haben. Also sie behalten damit auch viel Equipment. Und wir haben ein technisches Timeout von Hellraisers, oder? Ich denke, das ist das von Hellraisers. Geile Metal-Musik auch mit den Fischen. Also schau dir diese Fische mal an, ja. Dass diese Engine 2010, 11 sowas entstanden ist, 12. Also eine Engine wird ja über längere Zeit programmiert. Das sieht man kaum, ja. Die Fische, die Details. Wahnsinn. Gut, diese Engine ist auch die Reflektionen im Wasser. Ah, das ist DirectX Over 9000. Also, wow. Großer Fan. Natürlich hätte sonst der Larry mit seinem Holzrechner keine Frames. Deswegen sind die auch so low detail. Aber man kann ja mal einen Spaß drüber machen. Naja, gottverdammt lieber Hund, der eine spielt eben so, der andere so, würde ich mal sagen. Also es gibt ja durchaus auch Bonding und Kyushima. Traden hin und her, die Banane von Envy stark umkämpft und verloren. Also Hellraisers mit einem schwachen Buy. Sie haben eben im Endeffekt immer irgendwas gekauft gehabt und dadurch weiterhin nur $2000 auf dem Konto. Immer mit der CZ noch reingegangen und mit dem Armor. Der versucht alleine auf eigene Faust. Über kurz. Wird aber von Hachi rausgenommen. Also kein Problem für Envy gerade. Die kriegen da viel zu viele Runden for free von Hellraisers. Die wollten schnell ins Spiel zurückkommen mit so kleinen Force Buys, aber das ging echt richtig in die Hose. Und Angel saved jetzt die AK ohne Armor. Nächste Runde können sie kaufen. Dann haben wir die erste richtige Waffenrunde. Wir gehen relativ spät durch die kleinen Upgraded Pistol Rounds von Hellraisers. Wie ich vorhin schon gesagt habe, auch an Dr. Lagerlord, hast du vielleicht nicht gehört, die wirtschaftlichen Entscheidungen der Teams äußerst interessant in diesem Matchup. Roxy jetzt an der AWP. Der Rest mit Rifles und es fehlt ihnen doch einiges an Equipment. Kaum Flashes dabei. Auch eine Smoke weniger. Auf Inferno durchaus ein wichtiges Element für die CT-Seite. Und schaut mal, wie schnell sie das Equipment auch loswerden. Als würde es irgendwie in den Fingern brennen. Bei 1,30 haben sie nur noch eine Smoke übrig.
Und das, ja, obwohl sie eigentlich gar nicht so stark unter Druck gesetzt worden sind von Envy. Die Franzosen gehen jetzt zu viert über die Apartments. APK steht in der Mitte und aimt einfach passiv ab. Wird dann zusammen mit Happy aus dem Boiler Room einen kleinen Go in die Mitte machen. Und die drei Teammates dann über den Ball versuchen. Hachi weiß nicht, wo er hinschießen soll. Dann rennen sie voll ins Kreuzfeuer. Erasers mit vier Leuten am Spot. Und das ging perfekt auf für sie. Bonnick und Issa gehen down. Wenn man sich jetzt überlegt, dass sie, wenn sie nur drei Spieler im Spot gehabt hätten, hätten sie die Runde wahrscheinlich abgegeben. Oder in den relativ hakligen Retake gemusst. Also, da können sie froh sein, dass Voxig in der Banane war und vor allem, dass Envy in der Banane nichts getan hat. Allein das Equipment-Übermacht von Envy hätte dazu eingesetzt werden können, die Banane später nochmal zu taken, bei einer Minute sowas, einfach die Banane einzunehmen. Dann kann Voxig nichts mehr sehen, bleibt wahrscheinlich nicht alleine am B-Spot und dann ist A nur von drei Spielern verteidigt. Das hätte Envy auf jeden Fall tun können, ohne weitere Gegenwehr von Hellraisers. Die hatten ja keine Flashes mehr und sowas, also da muss ich sagen, Envy sich etwas überhastet auf den A-Spot begeben. Auch jetzt wieder sehr einseitig in die Banane gegangen. Zu fünft in der Banane, niemand in den Apartment Scream und APK bashen einfach voraus in den Spot. Voxig aber mit dem Double Kill und damit ein 2 gegen 3. Kiyo kommt nochmal zurück gegen Voxig. Die Smoke liegt am CT-Spawn. Ist auch keine Lücke. Angel versucht es auf gut Glück. Aber Kiyo kann mit 3 HP planten. Und ist noch in der Bibliothek, hat sich da wohl nicht von seinem Buch trennen können. Angel in der Construction, Izzer vom CT-Spawn. Kiyoshima steht im Spot und Happy an der Banane. Es wird also wahrscheinlich auf einen 2-on-1-Clutch für Happy rauslaufen. Außer Kiyo spielt es hier richtig gut aus. Molly hinten ins Quad, im Dark steht aber Kiyo immer noch. Die checken das relativ gut. Isa kriegt auch den Kill. Angel geht auf Nummer sicher und Happy hat den Molly schon in der Hand. Ah, da kriege ich schon wieder. Schöner Kill von Happy gegen Isa. Der Molly hält Angel aber nicht vom Defuse ab. Aber es klappt nicht ganz. Knappes Ding. Gut, dass der Observer uns Happy weitergezeigt hat, obwohl Angel in den Flammen defused hat. Da hätte man vielleicht gesehen, wie weit er da schon ist. Knappes Ding. Hellraisers verliert aber am Ende die Runde gegen Envy, die wirklich sehr simpel spielen. Einfach mit 5 Mann geballter Kraft in den B-Spot reinpressen. Und am Ende traden sie sich eben auf den Spot und gewinnen das 2-on-2. Jetzt ist Hellraisers wieder am Saven. B-Spot, Kiyo mit dem Double. Muss aufpassen, da sind noch mehr CTs, die ihn auch nochmal attackieren könnten, aber der Support von APK ist da und dementsprechend keine weitere Gefahr für Kiyo, der sogar noch seinen dritten holt. Und Angel zeigt sich auch schon die Fake Flash Pistol Drop und Envy gewinnt diese Runde ohne Verluste. Sehr gut gespielt, 6-1 für die Franzosen. Jetzt bin ich mal gespannt, was Hellraisers hier so zustande bekommt. Lange können sie es sich nicht mehr leisten, Runden abzugeben. Auf der CT-Seite von Inferno erwartest du auf jeden Fall 8 bis 9 Runden mindestens, wenn nicht sogar mehr. Bei dem Start, den Hellraisers hier hatte, sei es ihm jetzt mal vergönnt, nur 8 Runden zu bekommen. Vielleicht wäre sogar 7 noch okay für sie, wenn Anfang schon Sand gesetzt. Aber dafür müssen sie jetzt eben was Spezielles zeigen. Und das tut auch Dead Fox wieder mal mit einem Double Kill. Aber Bondic übertreibt mit dem Peak in die Banane und wird von Happy gekillt. Der B-Spot also etwas geschwächt. Angel muss das Loch stopfen. Schaut auch, wie weit Happy vorgeht. Und das schwächt aber auch A. Isa ist alleine in der Pit. Banane wird weiter von Happy etwas gehalten. Vielleicht mal einen Step machen oder sowas, um Hellraisers noch ein bisschen mehr aus der Balance zu bringen. Voxig ist ja schon mit einem Fuß am B-Spot. Das andere Bein steht noch an A. Deckt hier mit einem Auge noch lang. Ja genau, da kommt Happy's Fake in Anführungsstrichen. Voxig muss rotieren. Sie müssen davon ausgehen, dass da noch mehr kommt.
Happy killt dann auch noch Angel. Das ist Worst Case für Hellraiser. Scream ist nämlich schon am Heuwagen. Und Izzard, der letzte Marsbot, geht aber leider down. Er hat viel Schaden noch angerichtet an Scream. Und Voxic hat dadurch die Möglichkeit, den Retake durchzuführen. Die Smoke würde ihn nicht aufhalten. Er hat Scream schon in das One-on-One verwickelt. Happy versucht, so schnell wie möglich nachzukommen. Er ist schon in den Apartments, aber Voxic, wo ist der Kill? Da ist er. Die Flash wird gedodged von Voxic, eher unbewusst. Er hat keine Smoke, kein Kit. Muss Happy also rauslocken mit dem Fake-Fuse. Er hat ihn jetzt gesehen und pusht ihn auch sofort. Happy links in der Ecke, low HP, Voxic mit dem Clutch. Der Türke macht es für Hellraisers klar und gewinnt die zweite Runde, obwohl der Defuse ja 10 Sekunden dauert. Das könnte noch knapp werden. Zeigt uns doch bitte, wie weit er ist. Vielen Dank. Da ist es 6-2. Hellraisers mit 2 Runden. Obwohl, ich glaube, man sieht es sogar unter der Uhr, wenn ich nicht falsch liege. Ich glaube, man sieht es unter der Uhr, wie weit er mit dem Defuse ist. Bin mir nicht ganz sicher. Gestern war das zumindest so auf dem Main Clean Feed. Aber ja, ich würde trotzdem auf den diffusenden Spieler wechseln, wenn er an der Bombe sitzt. 10 Sekunden Diffuse von Voxic im 1-2. Gut gemacht. Hellraisers bleibt am Leben. Andy hat aber noch weiterhin genug Geld. Kann also stressfrei weiterkaufen. Ich schau mal kurz. Ah ja, man sieht es sogar echt unter der Zeit. Mein Flame war nicht gerechtfertigt. Ich ziehe es zurück und sage, gutes Overlay von der ESL. Wieder so aggressiv unterwegs. Der Fox macht mal wieder mit der MP9 einen Frag. Dann getradet, aber aufgrund des Chaos, das ausgebrochen ist, konnte Bonnick nochmal reinhalten und da hat APK und Scream auf 50 HP runtergeschossen. Hattie und Co. ziehen sich aus der Banane etwas weiter zurück. Und Harris' Verhalten ist Spiel am A-Spot und in der Mitte. Er erlaubt es Envy, immer wieder auf einen Punkt der Map zuzugreifen, ohne von hinten gebackstabbt zu werden. Auch wenn Haji jetzt sehr vorsichtig natürlich die Apartments unaimt und das auch alles nochmal zusammen mit dem Bombenträger Scream clearen wird. Im Endeffekt ist ja niemand von Hellraisers da und sie könnten da viel mehr draus machen. Außerdem ist Bondig am B-Spot noch gefallen. Also hat Envy jetzt auch noch einen zusätzlichen Spieler. Hellraiser ist jetzt aber zu zweit am A-Spot. Vorhin hat Issa schon alleine fast die Runde gewonnen. Jetzt steht er etwas anders weiterhin in der Pit. Wird gleich droppen. Oh, sie stehen so in einer Reihe, dass er nicht mal viel drehen muss. Voxic kommt auch um die Ecke. Schönes Setup von den beiden. Ah, das war aber auch in allerhöchster Not, dass Voxic da noch reinkommt und mit wenig HP überlebt er diese Runde. Hellraiser gewinnt 2 echt knappe Dinge. Envy muss saven. Das ist die Chance, auf die Hellraisers gewartet hat. Also ist er in der Pit bzw. dem Balkon immer wieder ein Anker für Hellraisers. Jetzt standen sie mal zu dritt an der Banane gleich. Bzw. am B, besser gesagt. Wollen aber nicht in die Banane. Sie haben jetzt keinen Bock, gegen die Eco von Envy direkt jemanden zu verlieren. Envy hat im Endeffekt nichts zu verlieren in der Banane. Also als CT da jetzt reinzugehen, wäre ein Gamble, den du eigentlich fast nur verlieren kannst. Bondig und Deadfox stehen da weiterhin zu zweit und Deadfox bleibt der MP9 treu. Jetzt mit dem Schulterpeak 9 HP verloren. Oh, jetzt aber wird er jetzt richtig mutig. Schöne Nade von Bondig. Da sehe ich sie rechts schön reingebaitet. Scream schon 61 HP nur noch. Da wird auch für Deadfox dann ein schneller Frag. Envy hat die Schnauze voll. Scream sagt, Leute, ich habe da keinen Bock jetzt noch auf die Smoke zu warten. Lass mal rotieren. Sie haben ja zum Glück Haji schon am A-Spot gehabt. Er hat da schon ein bisschen mehr Kontrolle erarbeitet. Und das erlaubt Envy jetzt über lang zu gehen. Toxic. Den werden sie wahrscheinlich auch nicht wieder. 2 Kills für ihn. Jetzt kommt es auf Issa an. Der kriegt nochmal eingeschenkt. Schön von APK und Happy gemacht. APK baitet etwas für Happy.
Der macht den Frag. Drei Spieler überleben für Hellraisers. Kein weiteres Problem. Für sie ist erstmal die Devise, Runden zu holen. Alles andere ist zweitrangig. Max. Als würde er nicht wissen, wer castet. Das erinnert mich aber an etwas, das ich auch noch tun müsste. Muss er natürlich meinen Lieblingsfollowern auch noch Bescheid geben. Geht's aber schnell in die Mitte, du. Nicht so gut gelaufen für Hellraisers. Bei einem 6 zu 4 zurück, mal alles auf eine Karte setzen, runterpushen gegen ein Team, das in der Mitte anfangs der Runde eher sehr defensiv hat. Müsste Hellraisers eigentlich gewusst haben. Aber tja, dumm gelaufen. Andererseits war Hellraisers in der Mitte fast jedes Mal. Gerne die Map aufmachen. Also, sie sind ja nie an der Mitte gestanden. Sie waren nie im Boiler Room, sie waren nie in den Apartments. Isas höchstes der Gefühle war, in die erste Ecke der Apartments reinzugehen, vom Balkon aus. Also einen Schritt praktisch reinzumachen. Das war alles. Boxig hält lang, fast ausschließlich aus dem CT-Spawn im Endeffekt und der Bibliothek in dem Fall. Also, Hellraisers hatte null Informationen über die Mitte. Ihre Idee dahinter, die ich eben jetzt gerade kritisiert habe, war, sie überraschen irgendwie, indem sie die Mitte plötzlich sehr aggressiv spielen und reinlaufen. Aber Envy ist ja kein Duddle-Team. Ja, teilweise schon. Aber die sind ja nicht auf den Kopf. Also, die sind nicht so schlecht. Also, naja. Also, Envy spielt ja in der Pro League. Und dann kann man davon ausgehen, dass sie... APK erstmal mit dem Glücksknife, das ist auch geil, dass sie die Mitte dann noch abaimen und sich nicht komplett verladen lassen. Also, wenn du als Hellraisers diesen Mitte-Go machst, wäre das Maximum, das du rausholst, ein chaotisches 3 gegen 3, 4 gegen 3 oder vielleicht ein 3 gegen 2 oder 1. Maximal. Das ist schon mega komisch. Da hätte Envy schon Bock gehabt, die Runde zu verlieren. Also, die Idee von Hellraisers, ja, verständlich, aber naja. Im Matchmaking überraschst du deinen Gegner natürlich, weil die dann fast einschlafen. Aber wie ich schon gesagt habe, Andy sicher nicht. Jetzt läuft die Runde ein bisschen besser für Hellraisers. Es ist eben ein offener Schlagabtausch im Moment. Wenig Equipment bei den beiden Teams. APK killt Bondic, aber wieder zur Stelle. Und dann hat Screen das Lenkrad des Todes gegen Angel ausgepackt. 1 gegen 3 für APK. Der Tank auf dem Weg zum B-Spot hat die Speedketten aufgelegt und race dahin, um den Plan zu bekommen. Angel ist schon da. Jetzt würde es mich nicht wundern, wenn Angel einfach reingegangen wäre. In dieser Phase des Spiels beide Teams irgendwie ein bisschen intuitiv gerade unterwegs. APK geht nach vorne, erwischt Angel auch gleich ohne Trade. Die CT ist nicht darauf vorbereitet, dass APK im 1 gegen 3 eventuell One-on-Ones rausholen will. Voxic auch noch tot. Isar steht jetzt an den Boxen und take defused erstmal. APK mit dem Spray durch den Sarg. Auf 12 AP geht Isar runter. APK mit dem 4K schon. Sicker Klatsch. Die Bombe wird explodieren. Er kriegt zwar nicht das Ace, aber die Runde, und das ist viel wichtiger. 8 zu 4 für Envy, dank APK und ehrlich gesagt wieder mal einer unstrukturierten Runde von beiden Teams in dem Fall. Ich habe es vorhin schon gesagt, bei Envy, sie spielen ihre T-Seite sehr, sehr einfach. Meistens mit 5 Mann irgendwo hingegangen.
Ab und zu haben sie sich mal aufgeteilt und haben Map Control gespielt, aber das sehr selten gewesen. Teilweise auch gar nicht nötig gegen Hellraisers. Die holen sich ja maximal die halbe Banane. Dead Fox received 99 Damage von der Double Nade. Macht doch glatt aus einer richtig schlechten Situation auf dem Track. PG3 jetzt. Rachel! Was ist da los? Nein. Das wird doch sicher kein Eco-Round bin, oder? Tach. Das wäre ja dramatisch. Happy 26 HP. Boxing. Warum nicht gleich durch die Wand, ha? 1.6-Style. Also, das war mehr als nur die Ecke. Das war ja fast das halbe Haus. Scream piekt in die Mitte, in die Banane und wird da von Isa zerlegt. Tja. Gegen eine Eco bei 1.30 schon auf den Spot zu pushen, ist von Anfang an schon ein Zeichen von... risikobehafteten Calling-Stil. Also, wenn ihr euch anschaut, wie Ecos verloren gehen, dann ist das entweder, weil das andere Team sicke Shots trifft und einfach die Ts gehen um die Ecke und da steht ein CT, der aimt die ab und macht einen Headshot. Ja, irgendwann müssen die Ts ja irgendwo hin, ja? Die können ja nicht die ganze Zeit am Fleck bleiben. Dann gehen sie um die nächste Ecke, wieder ein Deagle-Headshot. Oder wieder ein CZ-Kill oder so. So wird eine Runde verloren. Oder die Ts rennen irgendwo hin, meistens getrennt und unkoordiniert und wollen die Kills easy machen. Ja, die haben ja nichts. Ja, ist ja nur eine Safe-Round. Und rucki-zucki geht das im Bach runter. Da hätte Envy ruhig auch mal das Gas rausnehmen können und einfach nochmal deeskalieren, disengagen, wie man im MOBA und Battle Royale Term sagt. Dann nochmal sich sortieren und zusammen wohin gehen. Vielleicht mit einer Popflash. Ja, ich habe gehört, das soll es geben. Nein. Ah, Gio rennt einfach mal um den Spot. Der Angel, wieder ein interessanter Go von Envy. 3 gegen 2, Bondic. Zerstörter Scream. Nee, das war Voxic, den wir gesehen haben. Bondic hat ausgeholfen. Ich dachte schon so, Voxic, wow. Ein Kio im 1 gegen 2. Und die CTs pushen ihn zu 2. Das geht nicht ganz gestimmt, aber es reicht trotzdem für Dead Fox. 8 zu 6. Was für ein Match. Mal ganz kurz auf den Tabellenstand der beiden Teams einzugehen, damit ihr auch wisst, warum ich gerade der Sarkasmus-Bü bin. Wir haben Envy als Tabellenletzten mit 2 Siegen aus 12 Spielen. Hellraisers mit 5 Siegen aus 14 Spielen. Die haben sich also ähnlich stark mit Ruhm bekleckert, die beiden Teams. Envy ja auch vor kurzem noch Line-Up-Wechsel durchgemacht, also ein großer... kein großer Vorwurf an sie. Ich versuche das nur etwas humoristisch aufzulockern. Dieses hohe Niveau, das hier gerade geht. Dead Fox und Bondic im 2-on-2 gegen Happy und Scream. Mit der MP9 und der Farmers. Ja. Scream sitzt in der Pit. Happy am Spot. Wenn sie das retaken, ist irgendwie sicher die rechte Hand eingeschlafen. Von der Flash, die war voll für die Cuts. Dead Fox wird er getradet. Traded. Bondic meine ich natürlich. Und das Kreuzfeuer eigentlich gut aufgestellt. Die Smoke hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und Happy war dann etwas überfordert mit einer MP9, die ihm ins Gesicht rennt.
Also die Waffe im richtigen Moment, am richtigen Ort. 8-7, der Halbzeitspielstand. Ich habe es vorhin gesagt, 7 Runden wäre für Hellraisers noch zu verkraften bei dem Start, den sie hatten, den sie sich selbst zu Schulden haben kommen lassen. Also wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Da sind wir wieder mit Inferno, Hellraisers und Envy, der Pro League 99 Damage und mir, der Boo. Ich sehe das Spiel mit roten Gläsern in der Brille, nicht rosa. Das ist die Brille der Wut auf unkoordiniertes, unstrategisches Vorgehen. Ich weiß, es ist eine Online-Liga, ich weiß, es sind vielleicht nicht die stärksten Teams im Moment, also die Individuen sind durchaus ansehnlich, was den Skill angeht. Hellraisers hat auch noch Möglichkeiten, zur Spitze vorzudringen, wenn die patzen. Aber man kann doch wenigstens die ganz simplen Prinzipien ausspielen. Nicht gegen eine Eco bei 1,30 reinrennen und sowas. Das erwarte ich mindestens von allen Teams in der Pro League. Auch der Mountain Dew League erwarte ich das. Kio pusht jetzt alleine in die Mitte und holt sich Issa und Bondic. Geile Shots von Kio. War da ein komischer Plan, der glücklicherweise sehr gut ausging. Hat er die Information gesammelt, jetzt Deathbox und Co. im 3 gegen 5. APK macht es zum 4 gegen 2. Deathbox auf 15, Angel auf 32. Da gibt es nichts mehr zu holen, Angel. Ah, kriegt das zwar noch Happy. Oh, was ist denn da los mit diesen USB-Keys? Eieiei, Hachi. Der schwitzt gerade Blut und Wasser gegen Angel. 16 HP jetzt noch und Hachi kontrolliert das. Wenigstens einer bleibt cool. Da pushen sie ihn zu dritt und Angel schießt einfach zweimal. Schneller als Lucky Luke. Kiyoshima und Angel, die USB-Kings auf dem Server. Am Ende gewinnt Envy die Piste und legt damit zum 9-7 vor. Die Bombe nicht gelegt. Hellraisers kann also forcen, wie sie wollen. Müssen jetzt dann noch zwei Runden safen, dann haben sie wieder Waffen. Aber so wie ich die beiden Teams kenne, wird Hellraisers die Runde jetzt flawless gewinnen. Und das war, so traurig es klingt, eine ernst gemeinte Prediction. Ja, wir haben Scream schon alleine in den Apartments gegen eine Eco. Das ist immer gut. Ah, okay, da liegt noch eine Smoke. Ich habe die Aussage. Dann ist es gar nicht. Aber, ey, wenn ich da schon niemanden sehe, also alleine rumgurkt. Hellraisers kann auch gut und gerne mal durch die Smoke einfach pushen und ihn da traden. Also, ich bin auf alles gefasst gerade. Es ist wieder ein Oldschool Envy. Es ist irgendwie auch wieder ein Oldschool Hellraisers. Die kennen nix. Die treten die CS-Bibel mit Händen und Füßen. Happy peekt auch sehr enthusiastisch in die Mitte. Scream hat aber, glaube ich, den Winkel in Boiler Room. Also sollte Happy halbwegs safe gewesen sein da. Vorhin haben wir 5 MacPens gesehen, jetzt 4 MP9s. Ich glaube, mein Apfel ist das irgendwie abgelaufen oder so. Ich finde mich ganz komisch. Jetzt geht's. Für Hellraisers überlang auf den B-Spot. Envy denkt sich, naja, gut, dann rotieren wir eben über die Banane. Ist ja ganz normal, passiert öfter in so einer zweiten Runde. Kiyoshima wird absolut überrannt. APK will durch die Smoke pushen oder was sehe ich da? Hat ich den Kill. Scream ist auch da. 2 von der Banane, einer aus der Construction, 3 gegen 3. Boxig hat eine MP9 bekommen, Angel braucht die gar nicht. Scream und APK gewinnen nochmal 2 Duelle, aber Boxig steht noch im Spot und der killt ihn! Ich glaube, ich hänge! Ist doch nicht die Möglichkeit. Hellraisers gewinnt sie doch glatt, zwar nicht flawless, aber
Eieieiei. Was ist hier los? Moxing mit dem CZ-Klatsch des Todes. Wie kann man denn... wie kann man denn da den Kill nicht machen? Absolute Ausnahmespieler, die Envy hier verpflichtet hat. Alles Namen, die nicht umsonst schon sehr erfolgreich waren. Weil sie es einfach drauf haben. Da, APK mit der MP9. Wo hat der denn dann hingeschossen? Und Voxic ist so dreist und dreht sich weg und killt Scream statt APK und... Also den einzigen, den ich hier rausnehme, ist Haji. Der sitzt noch nicht so lang in der Pro-Szene unterwegs. Aber der Rest hat echt keinen Grund, hier einen auf LKW-Fahrer zu machen. Mann, oh Mann. Und ich dachte, dadurch, dass ich die zweite Division nicht caste, würde ich dem chaotischen CS entgehen. Pustekuchen. Auch in der Pro League. Gibt es sowas? Jetzt vorsichtiges Rantasten von A-Razers. Am besten geht jetzt einer in den City-Spawn und lässt sich... Haji. Schade, dass da der Aim-Punch zu stark war. Happy wird auch abgewartet von dieser... Wow, das ist doch eine strukturierte Runde von Hellraisers gewesen. Ich applaudiere kurz. Ich hasse es, im Stream zu klatschen. Das sollte man noch auf keinen Fall machen, aber vielleicht hört ihr das Klatschen. Das ist hier die Zuschauer, die Live-Zuschauer vor Ort, die sich genauso freuen wie ich. Flawless Round für Hellraisers. Envy mit... zwei Überlebenden wird weiter reduziert von Izza, der echt eine gute Partie macht. Also Izza hat Hellraisers oft gerettet. Scream, pass auf. Warum sollte man aufpassen, wenn Bondic mit der UMP so viel Control hat wie andere Spieler an der Galil? Ey, 9-9. Hellraisers gewinnt die Runde am Ende, alles nicht so schlimm gewesen. 20 Kills für Voxic. Izza hat nur 12, kommt mir vor, als hätte der eine Million. Also wichtige Kills von Izza auf jeden Fall. Wir haben Timeout von Harry. Die wahrscheinlich keinen Bock mehr haben, so chaotisch zu spielen. Und wahrscheinlich den ein oder anderen Call jetzt noch machen wollen für diese Waffenrunde. Ah, jetzt wird's zum technischen Timeout. Auch da sind sie sich nicht ganz sicher, was überhaupt los ist. Taktisch, technisch, alles das Gleiche. Und dabei ist Inferno eine Map, der du saugeduldig spielst. Normalerweise passiert ja die ersten 50 Sekunden nichts, außer dass Equipment hin und her fliegt. Oder mal so ein Kill hin und her geht. Die beiden Teams erfinden sie gerade neu, die Map. Valve schaut hoffentlich nicht zu, sonst werden sie da noch inspiriert und denken sich, warum gibt es überhaupt Granaten? Wir spielen das jetzt komplett ohne Equipment in Zukunft. Und dann verbieten sie auf Major den Gebrauch von Equipment fast wie den Coach. Coaches sind nicht ganz verboten, aber hey, es wäre ja nicht verkehrt, wenn der Coach wenigstens in der Freeze-Time kurz was sagen könnte. Dann brauchst du immer noch einen fähigen Ingame-Leader, der zwei funktionierende Gehirnhälften hat und hast aber trotzdem die taktische Tiefe eines professionellen Teams, genauso wie es sein sollte. Aber wenn Valve irgendwann mal intelligent wird oder ihre 7 Sachen beisammen hat, könnt ihr mich gerne anrufen. Dann bin ich der größte Fan der Entwickler auf jeden Fall. Es würde mich zum Beispiel auch freuen, wenn man in Steam online geht, also sich einloggt und nicht sofort online ist, sondern einfach als offline
So wie ich es immer eingestellt habe. Jedes Mal muss ich mich wieder aufs Neue offline. Schöner Molotow. PK hat da den hier nicht mehr bekommen. Das war Happy, der nachgeholfen hat mit der CZ. Envy. Ich hatte mich schon. Ach so, ich hatte mich mal wieder verrechnet. Das nächste Runde ist die Waffenrunde. Ich dachte, die wäre jetzt schon, aber es war ja ein 8-7. Ja, doch. Was? Die haben mal wieder irgendwie, ohne dass ich es gecheckt habe, dumm reingeforst, oder was? Bin ich blöd? Das Spiel hat mein Gehirn infiltriert. Illuminati confirmed. Es verbrennt gerade live on stream meine Gehirnzellen. Ich merke, wie ich nicht mal mehr rechnen kann. 8, 7, 9, 10. Es sind 4 Runden. Ja, eigentlich. Ja. Also, nicht nur RTL 2 verdummt Spieler und Menschen, sondern offensichtlich auch unterirdisches CS. Bitte nehmt mich nicht zu ernst. Das wäre dem Spiel nicht gerecht. Also. Jetzt hoffe ich mal auf eine gute, normale. Hey Razors, spielt das schon viel besonnener im Vergleich zu Envy. Zwei Spieler haben die Apartments unter Kontrolle. Sie gehen jetzt zu dritt in die Banane, nachdem sie erstmal abgewartet haben, sodass weg sind auf dem B-Spot und jetzt Hellraisers relativ gefahrlos die Banane einnehmen kann. Gleichzeitig haben sie ja weiterhin Kontrolle über die Mitte und die Apartments, das heißt, sie können schnell rotieren, sie können auch mal ein Fake spielen, sie behalten Informationen darüber, was die A-Verteidiger machen, so wenn Envias jetzt auf Informationssuche gehen würde, bei 40 Sekunden ungefähr, dann hätte Hellraisers da eine gute Karte. Jetzt gehen sie zu dritt auf den B-Spot. Vielleicht sollte da langsam mal einer zurückziehen oder dazukommen. Ja, so einen nach dem anderen in den Spot zu pushen ist meistens nicht so gut. Also bis hierhin hat es mir gut gefallen. Jetzt kommen sie einer nach dem anderen rein. Bondic auch wieder voran. Aber der killt Kiyoshima. Also ist das nochmal gut gelaufen. Aber ein 3 gegen 3. Da hätte Hellraisers auf jeden Fall eine bessere Situation rausspielen können. Happy ist schon auf Destruction. Aber auch den holt sich Bondic. Der jetzt im Eskalationsmodus ist, nachdem er kurz vom Server war, ist er wieder zurück. 2 gegen 2, dank Haji. Ist er etwas enthusiastisch rausgeschaut. Kommt die Popflash für Haji. Und Voxic geht. Dogscream ist sofort tot. Voxic ist aber auch ein Viech. 22 Frags jetzt in 20 Runden. 11 zu 9 für Hellraisers. Die CTs müssen wieder saven. Also, dieses Setup gefällt mir äußerst gut, aber Bondic ist meiner Meinung nach zu spät in die Banane gekommen und die drei Hellraiser-Spieler hätten auch einfach zusammen reinlaufen können oder du schickst einen vor und gehst dann zu zweit rein. Dann scoutet der erste sozusagen, wo die CTs sind und die anderen beiden wissen dann, wo sie den Fokus gleich hinhauen müssen. Dann ist das wahrscheinlich etwas einfacher, den Spot zu taken. Aber es hat funktioniert, dank Bondic, der einfach mal zwei Leute umgeknallt hat, als wäre es das Einfachste der Welt. Und jetzt sehen wir mal, wie man eine Anti-Eco spielt. Hey Razors, also jetzt, es hört sich so an, als wäre ich übel Anti-Envy, aber vergleicht einfach objektiv die beiden T-Seiten und ihr werdet sofort merken, dass Hey Razors hier einen Plan verfolgt, diszipliniert spielt und das bei Envy eher so individuellem Skill aufgebaut hat oder eben Intuition. Also einfach mal das Gefühl zu haben, jetzt hier hin zu pushen und sowas. Ihr kennt es ja selber sicher aus dem Silber Matchmaking. Und Scream in der Pits. Hat sich lange bedeckt gehalten, aber trifft einfach nicht den Kopf. Habe ich der Plant, APK und Kiyoshima.
können sie eigentlich versuchen. APK, Mac-10, ja, nach der Runde wird aber wieder voll gekauft. Da ist die Mac-10 keine Waffe, die du behältst als CT, also sie in $600 umzuwandeln. Wäre besser. Oh, das war aber auch knapp gegen Issa. Der Kopf schon in den Nacken geworfen. Der gute Jordania. Und Gio hat das Pech, den Falschen zu erwischen. Das war Angel, der hatte noch genug HP. Und damit gewinnt Hellraisers die Runde ohne zu große Verluste. Herr Igel. Du tanzt aber gerade auf der Messerklinge, du. So edgy. Die Fische! Die Fische haben es euch auch angetan. Ich dachte es mir auch schon. Also, die Fischkamera, die Effekte im Brunnen, die sind Wahnsinn. Die haben es auch mir angetan. Ich habe mir das auf meinem LCD-Wandpanel als Hintergrund. Das ist wie so ein Lagerfeuer. Gibt es ja als Desktop-Schoner. Ich habe einfach nur einen Bildschirm, der ist für diese Fische da. Unglaublich beruhigend, ich empfehle es euch. Besser als jedes Mandala. Hellraisers könnte sich jetzt auch beruhigen, indem sie die Runde gewinnen. Dann wäre Envy nämlich wieder am Saven. Und die haben jetzt schon kein Equipment mehr. Gio und APK in der Banane gegen Deadfox unterwegs. Der zieht sich aber zurück, da ist die Disziplin. Hellraisers pusht auf A, was wollen sie jetzt großartig in der Banane? Da haben sie gerade nicht genug Kontrolle bekommen. Merkt das schon sehr früh. Was ist denn hier los? Windows Defender! Halt. Eieiei. Halt dich zurück, meine ich natürlich. Oh, das ist der Spectator Smoke. Könnt ihr euch auch bei Valve bedanken, dass sie die anzeigen. Haji und Kiyo schlagen zu gegen den Langpush und Boxig ist plötzlich ganz alleine. Hellraisers bei 20 Sekunden mit dem Execute. Das ist so eine Standard-Inferno-Runde. Aber Envy war viel zu gut darauf vorbereitet. Da war ehrlich gesagt auch die Smoke von Bondic, war es glaube ich, an Banane, eigentlich eine Hilfe für die CTs, denn die wussten, 15 Sekunden lang kann nichts kommen. Bondic ist, glaube ich, dann auch laut weggelaufen. Also da muss man auch sagen, so gut es war, dass er am Leben geblieben ist und dann weggegangen ist, vielleicht hätte er dann nochmal re-engagen sollen und zumindest so tun sollen, als wäre Hellraisers noch in der Banane. Das werden sie im Demo-Review auf jeden Fall auch erkennen, dass er nur deswegen so viele Spieler im Ausbau hat. Nein, Killer! Sonst würde so eine Kacke nicht aufpoppen. Das passiert nur, wenn man an Fremdgeräten ist. Ich hab zu Hause... Teilen sich Studios natürlich auch alle untereinander, mit anderen Mitarbeitern auch und so. Deswegen ist es nicht ganz leicht. Aber da kommt halt mal jemand, der hat weniger Ahnung oder... Ja, dann ist da halt mal was verstellt oder so. Oder OBS wird plötzlich geupdatet oder Windows hat ein Update gemacht und keiner weiß Bescheid. Das ist eben so bei Office-PCs. Kennt ihr sicher selber aus den Büros. Ich war lange Zeit selbst ITler, deswegen bin ich derjenige, der immer weiß, was passiert ist. Und nicht dann... Aber... Ja. So ist das eben. Ich habe auch lange Zeit eben für Büroarbeiter diese Sachen erledigt auch, unter anderem. Und weiß eben auch, dass es in anderen Offices ist. Also, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Hellraisers da noch Kills macht, aber... Dieses Pit-Setup von Envy war dann doch zu stark. Die gewinnen aber die Runde. Und jetzt zieht Envy einen Timeout. Also die Franzosen können eigentlich froh sein, dass Hellraisers am Anfang ihrer CT-Seite einfach mal zwei Runden oder drei Runden in Folge CZs und Armor gekauft hat. Weil sie dann erst in der fünften
in der fünften Runde ihre erste Waffenrunde gespielt haben. Sonst wäre es hier wahrscheinlich viel eindeutiger zugegangen. Aber ist nicht so schlimm. Der Kommentar ist ja nur zum Spaß. Den habt ihr ja nur, dass, wenn nichts abgeht, ich euch unterhalten kann. Okay, danke, dass ihr das Feedback nochmal gebt. Dann machen wir das doch einfach so. Ja. Dann schreie ich jetzt immer, wenn geschossen wird. Sehr viel. Sehr viel runterschlucken müssen. Na, Envy, gespannt auf den Go von Hellraisers. Bei 1.15 haben sie schon kein Equipment mehr. Naja, also sie haben noch ein paar Flashes und paar Smokes, aber es neigt sich dem Ende zu. Hellraisers müsste jetzt nur ganz wenig tun und da fliegt die letzte Smoke noch raus. Am Baseboard hat nur noch APK eine. Jetzt noch was... Sonst werdet ihr wahrscheinlich gleich nach eurer CT-Spawn-Smoke selbst aufgehalten. Happy Peak sogar rein. Wir kennen ja noch sein legendäres Deagle-Ace, das von Semler in seiner Stimme perfekt kommentiert wurde. Und Angel zeigt den Lauf. Happy weiß genau, was passieren wird. Aber Hellraisers auf dem Weg zum A-Spot. Angel da das Opfer für den Fake. Happy wird er von Voxic schon angeaimt. Überraschung. Haji ist aber im Spot. Scream in der Pit. Der hat aber auch heute irgendwie die Maus-Sense verändert. Oder was ist da bei dem los? 2 gegen 1. Voxic wieder mal am Start mit einem Triple Kill. Also Hellraisers kann so froh sein, dass er für sie spielt und nicht gegen sie. Sonst würde wahrscheinlich gerade gar nichts zusammengehen. Kyo kommt über kurz. Voxic steht da sehr offen. Also Leute, ich habe gehört, im 2 gegen 1 kann man eigentlich Kreuzfeuer... Kreuzfeuer, sagt Voxic. Kreuzfeuer, sagt er. Ich und Kreuzfeuer. Meine Teammates können disconnecten. Die stehen nur im Weg. Die nehmen Kills weg, die Voxic machen könnte. Was war das für ein Kill? Oh Mann, der macht sie echt nass gerade. Oh Mann. Ein kurioses Spiel. Jetzt Envy mit dem 5-Mann-A-Mitte-Stack. Scream und Haji haben eine Flash jeweils. Haji steht aber mit vorne. Und weiß Gott, warum der eine 5-7 mitnimmt noch. Hat schon einen Grund, warum 90% der Szene sie beiseite. Ja, andererseits spielt Waffen, die du dich am besten fühlst. So gesehen, ja, nicht schlecht. Ja, die Trades funktionieren doch ganz, ganz gut. Ganz, ganz gut. Happy mit dem Double Kill. Aber schau mal, wo Angel ist. Der liest gerade The Art of War. Uff. Da hat sich Happy fast nochmal rausgesprungen. Aber Kyo und Scream haben jetzt keine Chance mehr. Sie werden am A-Spot bleiben und Hellraisers kriegt dadurch einen Matchpoint. Also. Ja, sie haben noch 2 AKs bekommen. Kyo hat da seine langen Finger ausgepackt und wurde jetzt von Angel rausgekommen. Doch keine AK mehr. Scream. Da ist er. Dann doch irgendwann noch zur Maus gekommen. Also, Envy hat gegen G2 nicht so schlecht gespielt, muss ich sagen. Wobei G2 auch ein Team ist, das sich dann auf dieses Niveau einlässt. Es gibt Teams, die stehen da einfach drüber. Es gibt Teams, die lassen sich da wirklich einlullen.
Timeout von Envy. Hat sich nicht ausgezahlt. Voxic und Deadfox mit der Doppel-AWP auf der T-Seite. Die sieht man auch extrem häufig. Good game! Hellraisers gewinnt gegen Envy. Was für ein Match! Wow! Hellraisers damit 3 Punkte weiter in der ESL Pro League nach oben gerutscht. Dadurch überholen sie noch niemanden. Sie bleiben auf dem 10. Platz. Aber dieses Match haben sie sich so verdient gehabt. Was für Calls! Geile Taktiken! Envy komplett an die Wand gespielt von Hellraisers. Die erste Halbzeit phänomenal. Eine richtig schöne Partie auf höchstem Niveau zwischen diesen beiden Top-Teams. Es war mir eine wahre Freude, dieses unglaublich gute Spiel zu kommentieren. Ich bin so gespannt auf die zweite Map. Werden wir wieder Voxic Only sehen oder kommt Scream auch mal vom Controller zu seinem Keyboard und der Maus und schießt dann dagegen? Alles das nach einer kurzen Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.